Wenn ich die Liste von Mods, die jetzt schon auf Nexus Mods für Fallout 76 zur Verfügung stehen würden, so durchschaue, dann werde ich ein bisschen traurig. Denn so viele von diesen Mods würden Fallout 76 zu einem so viel besseren Spiel machen. Dabei sind es oft nur Kleinigkeiten wie ein besser sortiertes Inventar. Ein kleines Symbol, das einem anzeigt, welche Blaupausen man schon hat und welche noch nicht. Ein Mod, der einem die Bestandteile von Gegenständen anzeigt, bevor man sie aufhebt. Oder ein Textchat fürs Online-Spielen. Aber leider läuft man momentan eben Gefahr, in Fallout 76 gesperrt zu werden, wenn man Mods benutzt. Weshalb ich hoffnungsvoll in Zukunft Privatserver schaue, wobei ich mir schon auch die Frage stelle, will ich wirklich monatliche Kosten auf mich nehmen, damit ich das Spiel so spielen kann, wie ich es gern spielen würde. Einige Modder scheinen auch nicht ganz zufrieden mit der aktuellen Situation zu sein. Das zeigt sich an einigen Mods, die Bethesda ein klein wenig aufs Korn nehmen. Wie zum Beispiel der Fallout 76 Simulator, ein Mod für Fallout 4. Dieser Mod entfernt einfach alle NPCs, abgesehen von einigen wenigen Roboterhändlern, aus dem Spiel. Und die Spielwelt wird zu einer leeren, toten Hülle seiner selbst. Sehr schön finde ich auch den West Tech Duffel Bag. Der soll genau die Tasche repräsentieren, die Käufer der Collector's Edition damals versprochen wurde, diese aber, wie wir wissen, nie bekommen haben. Stattdessen haben sie diesen Plastikbeutel hier bekommen. In der Beschreibung des Mods steht, frei übersetzt zu lesen, eine neue Textur für die Munitionstasche, die so aussieht, wie sie einem versprochen wurde. Und das ist eigentlich schon alles. Und, mache ich damit ein Statement? Ich weiß es nicht, sagt ihr es mir. Sehr schöne Mod-Beschreibung. Und dann einer meiner Lieblingsmods, der Nuka Dark Rum Mod. Herrlich. Der in Fallout 4 die Nuka Dark Rum Flasche so aussehen lässt, wie sie in Wirklichkeit ausgesehen hat oder aussieht. Wenn ihr von dem Vorfall mit der Tasche und von der Nuka Flasche nichts wisst, verlinke ich ein Video, in dem ich auf beide Vorfälle, auf beide Themen eingehe, unten in der Infobox, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Sehr schön finde ich wirklich an dieser Nuka Dark Rum Flasche den Detailgrad, den diese aufweist. Denn auf manchen Bildern kann man tatsächlich diesen Plastikstreifen erkennen, der die beiden Schalen der Plastikhülle zusammenhängt. Und in der Mod-Beschreibung kann man lesen, Rum aus natürlichen Aromen, Karamellfarben und Lügen. schöner kleiner Seitenhieb nochmal. Und dann gibt es dann natürlich noch Skyrim 76. Ein Mod, der ein bisschen an Fallout 76 Simulator erinnert, aber noch viel mehr auf die Schwächen oder die Probleme mit Fallout 76 eingeht. Ihr könnt euch den Mod sehr gerne selber mal ansehen. Ich verlinke das natürlich alles in der Infobox. Dort wurden die NPCs nicht nur entfernt, sondern durch eine neue Rasse ersetzt, die NPC heißt, die gar nichts kann, außer einhändige Waffe ein bisschen benutzen und mit dem man nicht wirklich interagieren kann. Und unter anderem kann man das ein oder andere bekannte Gesicht sehen, wenn man sich in dem Mod ein bisschen umsieht. It just works. Hey there. Hope you've been enjoying my game. Und selbst die Quests sind Anspielungen auf Fallout 76. So muss man zum Beispiel auf der Suche nach anderen Spielern einmal die komplette Map umrunden oder mehrere hundert Wölfe töten. Es lohnt sich wirklich, sich den Mod mal genauer anzusehen. Ich werde auch ein Video, das den Mod genauer erklärt, in der Infobox verlinken. Und das war's für heute auch schon wieder mit dem Video. Ich bin nur über diese Mods gestolpert und wollte euch an diesen teilhaben lassen. Vor allem der Darkroom Mod, den finde ich einfach unfassbar lustig. Das wollte ich unbedingt mit euch teilen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja, liken und abonnieren nicht vergessen. Und hoffentlich bis bald. Macht's gut. Ciao.